Oh Leute, sagt Hans mir. Solo, Han Solo. Oder wie gesehen nicht, weil ich bin ja gerade drin mitten Kriegs der Sterne bei Minecraft. Und zwar hatte der Bilder offensichtlich hier etwas Probleme veranstaltet. Und um eine Maschine zu bauen, die dann später mir meine verbesserte Rüstung erstellen soll, beziehungsweise das Rohmaterial dafür. Für diese Maschine musste ich dann einen Laser bauen, und zwar einen Mining Laser. Dieser Mining Laser, er macht Spaß, und das ist das, was ich meine. Willkommen im Krieg der Sterne, einmal zuschauen bitte. So. Macht das Blöcke abbauen in Minecraft mal richtig Spaß. Nämlich probieren, die Gegend hier wieder ein bisschen zur Gegend zu machen. Wie gesagt, der Bilder hat hier ein bisschen Scheibe gespielt. Das ist richtig. Da hatte ich hier nämlich noch den Weg hingebaut zu Magi. Ja, ich habe ihn gehört. Na, kommst nicht ran? So, wie wir sehen, hat der Bilder ein bisschen Terraforming mit der Gegend hier betrieben. Deswegen hat zwar nur von den Bildern auch wieder abgebaut. Er hat nämlich hier eigentlich schön den Weg zu Magi hingebaut und beleuchtet. Ich hau mir noch mal ein paar Fackeln hin. So, der Weg sollte wieder funktionieren. Mal gucken. Ja, sieht gut aus. Creeper machen mir keine Angst mehr, denn die Creeper machen zwar für mich Schaden, aber für die Gegend nicht mehr. Das haben wir extra mit Absicht eingestellt, weil das war echt nicht mehr tragbar mit den Creepern. So, viel Erde konntest du gar nicht heranschaffen, wie er nötig ist, um die Gegend wieder zu reparieren. So, und dann gucken wir mal. So, das hier wieder ein bisschen angleichen. Oh, ein paar Löcher hinten mit reingemacht, kein Problem. Dafür haben wir den Bildungsbund mit. Schon sind die Löcher wieder gestopft. Und wie man sieht, ist natürlich jetzt das Schaufeln hier, selbst mit der Kobaltschaufel, dagegen absolut. Tutti Lamm. Ja, na gut, nicht wirklich. Aber es macht halt einfach nicht so einen Spaß. Gut, okay, also meine Kobaltschippe ist tatsächlich immer noch schneller. Aber wie gesagt, das mit dem Laser ist einfach just for fun. Und wenn man mal einen Weg durch einen Berg braucht, ist man mit dem Ding auf jeden Fall besser dran. Wichtig ist, dass man Strom wo in der Nähe haben muss. Ob man den Strom in eine Rüstung einbauen kann oder ob man dann einen Block, der Strom gespeichert hat, irgendwo in die Nähe hinstellt, das müssen wir noch gucken. Das ist ja ganz neu, das, was wir hier gerade gebaut haben. Es war ja auch nur Zufall, dass der für den Maschinenteil überhaupt nötig war. Und wie gesagt, wenn man sich das mal anguckt, Leute, das macht Spaß. Und ein ernstes, wen erinnert das nicht an Krieg der Sterne? Na, mal sehen, ob wir den damit auch klein kriegen. Oh, eindeutig ja. Ist doch nochmal eine nette Art, Monster zu bekämpfen. Die Mobs hier ein bisschen klein zu kriegen. So, nehmen wir mal an, wir möchten jetzt gerade hier so ein bisschen durch den Berg laufen. Achtung. Spätestens jetzt ist klar, wofür dieser Mining Laser gut brauchbar ist. Machen wir uns einfach mal eben schnell einen Weg durch den Berg.
Ah, wenn ich die Maus ruhig halte, können wir auch in Echtzeit laufen. Okay, hier ging es tief runter. In die Schlucht, aber die ist durch den Bilder sowieso schon abgegrast. In der Schlucht, hier gibt es für uns nichts mehr zu holen, außer... Oh ne, doch nicht. Bis hierhin hat er Gott sei Dank nicht gerecht. Das heißt also, muss ich zusehen, dass ich aus der Schlucht hier wieder rauskomme. Steigen wir mal auf klassische Schwert um. Eigentlich wollte ich nach oben und nicht nach unten. Aber können wir gleich mal gucken, auf welcher Höhe Zertusquartz zu finden ist. Da haben wir ihn. Zertusquartz, wir befinden uns gerade auf der Höhe 32. Wenn Svenofan braucht Zertusquartz. So, und ich sollte jetzt wirklich weit außer der Reichweite von unserer Hütte sein. Gucken wir mal, was er mit solchen soliden Sachen wie Dance Iron macht. Butter. Geht durch wie durch Butter. Unglaublich. So, hier probieren wir einmal. Ja, auch Zeit, das Quarz kriegen wir damit gelöst. Okay, Büsche sollte man möglichst damit nicht angehen, wenn man sie nicht verbrennen möchte. So, ihr seht, Creeper Damage ist erledigt. Zack. Oh, hat das Ding. Rums ist ja unglaublich. Also fürs Meinen ist der echt super perfekt geeignet. Oh, wir werden auch alle Stoffe einmal ausprobieren, wenn man hier schönes Lapis. Zack. Nehmen wir mit. Emeralds, alles mit dabei. Super. So, dann werden wir wieder nach oben gehen. Dann, wie gesagt, das ist nur ein kleiner, wie sage ich immer so schön, Quickie für zwischendrin. Na, mein Kleiner, wo bist du? Da. So. Auch erledigt. Weil ich fand das einfach so toll, hier gerade mit diesem kleinen Krieg der Sterne Gemetzel mal eben einen Weg durch den Berg zu bauen. Macht einen Heidenspaß. Das wollte ich einfach mit euch teilen. Weil es ist echt etwas, was den Spielspaß hier doch noch drastisch anhebt. Nicht, dass Minecraft langweilig ist. Mir macht sowieso sehr viel Spaß. Aber wie gesagt, diese kleine Lasereinlage hier war natürlich wirklich das Highlight für den heutigen Abend. Na, Spinnchen, bist du unter mir? Ja, bist du. So. Und auch hier können wir nochmal gucken. Wir sind wieder auf Höhe 38. Ich glaube, zwischen der Höhe 30 und Höhe 70, so in dem Dreh, findet man dann den Zertusquartz. Nehmen wir schnell noch Lapis mit. Irgendwo habe ich eben Lapis gesehen, und zwar Dance Lapis. Irgendwo hier war er. Da ist er. Ja! Oh, gerade noch die Kurve gekriegt. Und da war er. So, und dann wieder ab nach oben. Mal gucken, ob ich den Ausgang finde. Hat er gerade eben durch die Decke gefallen. Ich habe keine Ahnung, ob es hier einen natürlichen Ausgang gibt. Schauen wir mal, ob wir was finden. Okay, ein paar Goldklumpenbüsche kann man ja schnell noch mitnehmen. Aber wie gesagt, eine lange Runde soll es jetzt hier nicht werden. Wenn man schon da ist, lässt man solche Sachen aber nicht liegen. Ich weiß ja nicht, ob ich jemals wieder hinkomme. Klar, ich könnte jetzt natürlich einen Wegpunkt setzen. Machen wir einfach mal eine Schlucht bzw. eine Höhle. Oh, ich glaube, hat mich vertippt. Und wieder Großbuchstaben drin. Na, wie immer. Ist ja nichts Neues. Ah, auf das unsere Büsche, die wir zu Hause schon haben, noch etwas in der Gesellschaft bekommen. Damit wir noch ein paar Beeren anpflanzen können. Das haben wir hier. Goldklumpen wieder. Oh, hier scheint es nach oben zu gehen. Aber leider nicht lange, oder?
Nach oben, nach oben, nach oben. Was haben wir hier weiter neu? Haben wir hier? Nehmen wir die Abkürzung. Und springen weiter. Da haben wir die Magi-Hütte. Wir können jetzt in die Magi-Hütte springen. Oh, siehst du, sogar Tag. Mit den super hübschen Zäunen hier. Aus Akazienholz. Oh. Ich wollte gerade das Schwert zücken. War aber Gott sei Dank nur eine Kuh. So, dann werden wir die Gegend auch gar nicht so weit abfarmen, wenn Margie hier irgendwann mal wieder mitspielen sollte. Dann hat er auch in der Nähe seiner Hütte hier noch genügend Vorkommen, um Sachen zu farmen. Und hier sieht man nochmal schön, dass der Bilder ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Ein bisschen die Gegend umgebaut hat. Mal gucken, da werde ich mit Sicherheit noch ein bisschen dran arbeiten. Aber das Ganze mache ich offscreen. Und mal gucken, ob ich das Video in Kurzform mal schnell noch zurechtschneide und für Svenofant hochschicke. Denn der Videoschnittrechner ist fertig und ich werde jetzt noch mit Main-Konzept und Co. testen, was da alles geht. Momentan nimmt er Mercuda. Ich will aber noch umsteigen auf Quicksync. Passende CPU dafür ist verbaut. Mal gucken, wie man in den Einstellungen dazu das Programm überreden kann, dass er die mal nimmt. So. Leute, das macht Spaß. Und das, wo ich überhaupt keine Shooter spiele. Hier geht es ja auch nur um Blöcke. Ja, wie gesagt, mit dem Bilderspawn hier. Die gerade frisch eingesammelte Erde in sinnvoller Form wieder eingepflanzt bzw. hier wieder aufgebaut. Dann wird da schon was Ordentliches draus. Oh, das war jetzt ein bisschen viel. Ah, hallo, ich habe doch einen schönen Laser, dann nehmen wir doch den. Zacka! Tatsache ist auch, er hatte eine nicht allzu lange Reichweite. Oh, man sieht, da passiert dann schon nichts mehr. Gucken wir, wohin er geht. Ah, den hat er noch genommen, den auch noch. Und da ist Schluss, die nimmt er dann nicht mehr. Aber schon ordentlich, damit kann man was anfangen. Wie gesagt, wir haben ja gesehen, dass wir eben in Echtzeit durch den Berg gelaufen sind. Ohne stoppen zu müssen. Hart rumst das Ding. Bist mir in der Latichte weg mit dir. So. Oh, ich glaube, ihr habt das mit den Taschen wieder voll. Ja. Eindeutig haben wir gerade in Papieren eingesammelt. Papierenbüsche. Ein bisschen Bruchstein. So, alle mache ich nicht. Wie gesagt, das ist so eine Pfand. Falls er Lust hat, kann er gerne mal mitmachen. Und wenn nicht, wenn er mir das überlassen möchte, kein Thema, macht Spaß. Zack. Oh. Der ging gerade weiter, als ich erwartet hatte. Aber dank des Bühne zum Bond ist das schnell wieder geflickt. So, und das war's dann auch mit der schnellen Nummer nebenbei hier. Ich gehe dann wieder zurück und bringe mein mittlerweile frisch gefarmtes Material noch nach Hause. Und dann bin ich auch wieder raus hier für heute. Das wollte ich nur mal zeigen. Als kleine geckige Zwischenanlage. Sagt man heutzutage eigentlich noch geckig? Ich hoffe ja. Okay, vielleicht sehen wir uns die nächste Zeit hier mal wieder bei mir auf dem Channel. Bis dann, viel Spaß beim Zuschauen und raus. Tschüss, ich bin weg.